So, weiter geht's, ne, Freunde? Ich hab Angst. Bist du bereit, Pikachu? Nein. Los. Okay, nicht so los. Oh. Ich hab sehr große Angst, Alter. Aber wir müssen da durch, nicht wahr? Wir müssen da durch. Oh. Boom. Jetzt müsste ich ja, glaube ich, mehr Schaden machen, nicht wahr? Und da ist schon die... Nevermind. Sind meine Items schon voll? Scheiße, ich hätte was lagern sollen. Egal. Aber ich mache guten Schaden bis jetzt. U2. Wie, Ruinen, was stand da gerade? Ruinenverlies, okay. Ich habe aus irgendeinem Grund Ruine Boulevard gelesen. So, was? Oh nein, verfehlt, natürlich. Nice. Ein Orb. Trefferorb. Können wir leider nicht aufsammeln, weil ich vergessen habe, Item zu lagern. Ist aber nicht so schlimm. Oh ne. Oh ne. Warte. Wir haben noch nicht umsonst Heilsamen, nicht wahr? Essen, Pikachu. Items, haben wir noch einen Heilsamen. Reinsamen? Da. Ne. Scheiße. Jetzt hätten wir es gebraucht. Egal. Mann. Also links. Bam. Ey. Bumm. Jawohl. Nein. Oh, doch. Hab getroffen. Bumm. Schön. Schön. Haha. Sehr gut. Links also lang. Bumm. Bumm. Komm schon. Besiege ihn. Yes. Ja, das geht nicht. Ich hatte überlegt, ob es geht, aber ne. Nice, auch weg. Wie viele Attacken habe ich denn noch? Oh, 2. Das ist Donnerblitz. Kein Wunder, dass die Leute One-Hitte. Da ist die Treppe. Let's go. Weiter. Oh, ein Angriff. Schockwelle. Werfen. Warte. Items werfen. Werfen. Oder nicht, scheiße. Yes, Abenteuer vom Team Völlerei geht weiter. Yes, yes, yes. was? Ach, fuck it. Werfen. Wollen wir nicht. Ich will den Angriff hier. Sehr schön. Weiter geht's. Und hi, Minako. So. Bam. Donnerschock. Jawohl. Weiter. Hier geht's nicht lang. Tangelos. Bumm. 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 Oh nein, what the fuck? 10? Sag mal. Egal, die sammeln wir nicht auf. Gucken wir mal hier nach. Oh, ein Apfel. Warte. Items, wir können einen Apfel essen, ne? Also, damit wir voll sind. Hilfe, Slimox ist so unschön. Ach komm. So unschön wiederum auch nicht. Oh, damn, Alter. Diese Augen von Metang. Die sahen gerade sehr cool aus. Oh, Level 31. Yes. Keine neue Attacke. Egal. Nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Gleich weiter. Hier oben vielleicht? Ne. Doch da, die Treppe. U4. Ein Apfel. Noch ein Apfel.
Wir gehen einfach hier durch, nehmen die Kohle. Bam! Und Mumfuck so. Boom! Jawoll, ja. Bam! Oh ne. Mumfuck so übernimmt schon. Wieso trifft er von dort? Das verstehe ich manchmal nicht mit der Hitbox. Egal. Da ist die Treppe. Wir gehen unten lang. Und zack. U5. Da ist die Treppe. U6. Wir sollten mal speichern wieder, ne? Hab ich vergessen. Bevor wir gleich wieder überfallen werden. Items sind hier. Eine Attacke. Nasgenet. Drei Streich, okay. Ah, ich sehe es gerade. Der grinst so ekelhaft. Ah. Sinelbeere. Wo bist du, Sinelbeere? Da. Pikachu. Komm schon. Nein. Wieso verfehlst du, Junge? Man fuck, so stirbt mir gleich auch weg, Alter. Da, endlich. Junge, der Schaden von Slimog ist krass. Sehr schön. Bam. Nein, wieso? Okay, egal. Töt ist töt. Oh. Bam. Nice. Oh. Mach das. Knuddel Kirby von mir. Eher gesagt, alle drei Katzen. Mini, Kirby und Pichu. Göttlich, Heizdecke fett an. Jawohl, so nicht anders. Einsatz. Doppeltes Tempo, sehr schön. Und dann direkt hier lang. Zack, weiter. Halsdecke fett an. Aber freut mich, danke dafür. So. Vor allem heute auf der Arbeit auch, ne? mein Chef hat so eine geile Geschichte erzählt. Kommt erstmal rein. Spindkontrolle. Und wieso, what? Ah, ihr wart nicht in der Bundeswehr? Wieso, nee. Ja, ich auch nicht. Und, er erzählt dann so, warum der nicht zur Bundeswehr gegangen ist oder wie der entkommen ist von der Bundeswehr. Oh, Katzin. Erstmal eine Decke mit Ärmeln bestellen, ja. Aber wie er im Endeffekt entkommen ist, oder dem Zivildienst entkommen ist, war einfach, jo, er ist studieren gegangen, ist dann 29 gewesen, hat dann mega Anschiss bekommen vom Staat, dass er, dass er nicht, seine Wehrdienst abgeleistet hat und hat dann sich irgendwann die Haare kurz rasiert gehabt. Keine Ahnung, was das für einen Wert hat, aber es wird halt zum Witz lustig. Und dann kommt er bei der Musterung an, Spätmusterung. Da wird er gefragt, okay, ihre kurze Haare, haben sie irgendeine, hat das nur gesundheitlichen Grund? Der so, nö. Hat das einen politischen Grund? Sind die rechtsextrem? Der so, nö. Sind sie schwul? Ja. Okay, und danach musste er nicht seinen Dienst antreten. Das war schon ziemlich geil. Willst du weitergehen? Ja, let's go. Wir müssen jetzt fast da sein, Pikachu. Wir müssen Reptilien bald einholen. Halten wir uns ran. Ich lese immer noch deinen Kommentar, Cole. Das war so süß, ne? Besten Stream, sehr schön. Ich bin schon ziemlich weit. Jetzt bin ich bald da. Wenn ich hier durchkomme, dann müsste ich im Wald sein. Die Zobris kommen. Ich darf keine Zeit verlieren. Da fällt mir ein, wie es wohl den anderen beiden geht. Ob sie den Zobris entwischt sind? Wie auch immer, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss mich auf meine eigene Mission konzentrieren, egal was kommt. Ich habe geschworen, sie zu Ende zu führen, selbst wenn ich dazu Opfer bringen muss. Zeit zu gehen. Du da, stopp! Hm? Zwirfinst? Wer ist da? Oder mal fuck so.
Du dringst ohne Vorwarnung hier ein, dann störst du unseren Schlaf. Yes, Bondrick auch da. Dann willst du ohne ein Wort der Entschuldigung gehen? Wer ist da? Wer seid ihr? Du wagst es uns zu erzürnen. Für diese Beleidigung... Oh ja, glaube ich dir. Für diese Beleidigung wirst du zahlen. Wo seid ihr? Hört auf, euch zu verstecken und zeigt euch. Du behauptest, wir verstecken uns? Wir verstecken uns nicht. Wir sind hier. Wir sind Krippuk? Krippuk? Oh, es gibt keine Gnade für jene, die uns missachten. Aber schlaf gut. Ja, nein, Reptain gone. Aber schlaf gut, wenn du einpennst. Tiefe Ruinen verließ ein. Oh lol. Bam. Komm, besieg es. Yes. Bam. Jawohl. So. Direkt weiter. U2. Hebt Apfel auf. Ja, kann er gerne von mir aus machen, du. Okay, hier geht's nicht lang. Oh. Gegenstoß. Danke, danke. Ich werde auch nur noch eine Stunde, also eine 40 Minuten ungefähr machen. Ich will die Streams ungefähr bei einer Stunde... Stunde behalten. Bam! Nein, wieso verfehlst du, Kollege? Hä? Oh lol. Du hast echt nicht mehr so viel vor dir. Echt nicht? Krass. Oh fuck. Wieso verfehlt das? Mann, fuck, du darfst jetzt nicht drauf gehen, ne? Definier optionalen Content. Du meinst die... Fuck, ich muss hier aufpassen. Du meinst... Komm schon, nicht verfehlen. Sehr schön. Du meinst die Bonus-Episoden? Legendaries? Ach, Legendaries gibt es hier auch? Oh, fuck. Mann, fuck so, du bist tot. Da ist Mann, fuck so, danke, Mann. Weiter. Ja. So. Ich skippe das hier mal wieder, ne? Weil wir wären hier so oder so gelandet. Damit mache ich es nur schneller. Aber ja, Legendaries würde ich dann eventuell machen. Ich wusste gar nicht, dass es hier Legendaries gibt. Aber ja, die mache ich dann. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, 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 ja. Okay. So. Damit es schneller geht einfach. So. Ein Herb. Bumm. Sehr schön. Oh, Bruder. Lol. Direkt weiter. Let's go. Geht's hier lang? Ne, hier ist aber Köhle. Sinelbeere, Slime-Mock. Würde ich gerne haben. Ich habe aber keine Ahnung, wie man die Legendaries macht. Da will ich jetzt schon mal sagen. Ob ich da Bedingungen erfüllen muss oder nicht, weiß ich nicht. Bam! 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 Komm schon! Habe ich auch noch die Attacke? Ja, Donnerschock habe ich noch genügend davon. Oh, eine Attacke hier. Schwerter, oh mein Gott, Schwertern ist gut. Essen. Mann, Alter. Wieso Gift? Egal. So, wo ist Slimock? Ich will die Sinelbeere. Bam. Sehr schön.
Jawohl. Slimebock, wo bist du? Da. Bam. Komm schon. Bam. Da. Ah, das war es nicht du, was? Egal. Ja, scheiße. Ach, da, nee, das ist die Sinnlibere, never mind. Ist ja für den Apfel. So, und direkt weiter. Wieso ich, Alter? Bam. Mampfaxo, los. Sehr schön, Mampfaxo. Sollte man mich heilen eventuell, also im Sinne von Staatseffekte heilen. Kann ich leider nicht. Toll. Weiter. Oh. Ja. Bam. Bam, Faxo, komm. Besieg es. Jawohl. Level 32. Huh. Harter Kampf. Bam. Jawohl. Oh lol, what the fuck? Hä? Oh ja, mein Faxo fliegt auch. So. Jetzt sollten wir hier speichern, ne? So. Nach oben. Oh, da ist ein Pokémon. Ah. So, da oben ist eine Beere. Belebersamen. Werfen. Zack. Sehr gut. Bam. Bam. Sehr schön. Okay. Eine Attacke, eine Attacke. Ah, komm schon, Alter. Wie asozial. Jetzt habe ich meine Attacke verloren. Ah, egal. O4. Manchmal übertreiben die es auch ein bisschen mit den Fallen, ne? Weiter. O5. Nice, man, fuck. So, besiege es. Nice. Einmal Orb. Sinelbeere. Bei mir war es immer so, Belebersamen aufgenommen, direkt verbraucht und gestorben. Ja, ist halt echt so. Werfen. Tausch. Okay, Tausch ist, glaube ich, besser. Gut. Aber ist halt manchmal echt so. Das Spiel ist echt unbarmherzig. Aus dümmsten Gründen halt. Bam. Nein, verfehlt, scheiße. Bam. Ah, oh, von da greift er aus an. Boom. Sehr schön. Bam. Ja, nice, dass er mich angreift. Mampfax, du willst nicht angreifen, Kollege? Dankeschön, wollte schon sagen, warum greift Mampfax nicht an? Bam. Komm, Mampfaxo, besiege ihn. Jawohl. Hauptsache, die gehen drauf. Und wir heilen uns ein wenig. Da ist auch schon die Treppe. Zack, weiter. Ha, U6. Junge, wie viel erwarten die noch von mir? Und da ist noch eine Beere. Donnerschock, one hit. Tausch. Direkt weiter. Nice, wir sind angekommen. Ruinenverliesgrube. Oh lol. Hey, da ist Reptane. Lol, ihr beide. Reptane, alles in Ordnung. Kommt nicht näher, lol.
Aber, warum? Vorsicht, ein Feind lauert hier in der Nähe. Was? Wo? Er ist direkt neben dir. Neben mir? Er kann nicht. Für jene, die diesen Boden unerlaubt betreten, für jene wird es keine Vergebung geben. Niemals. Am allerwenigsten für euch. Wer ist das? Wer bist du? Du fragst uns. Unser Name ist Kripuk. Wir sind eine Manifestation von verschmolzenen Geistern. Von 108 Geistern. Seid vorsichtig, ihr zwei. Dieses Pokémon hat große Kraft. So. Macht euch bereit für eure Strafe. Okay. Let's go. Natürlich werde ich als erstes. Kann ich irgendwie einen Staatseffekt zufügen? Ich hoffe es doch. Natürlich geht das nicht. Was stand da gerade? Eine mystische Kraft verhindert die Wirkung. Okay. Jetzt sehe ich, was da stand. Egal, wir machen Schaden. Kripuk schreckt sogar zurück. Perfekt. Wir machen mal ordentlich Schaden gerade. Hypnose, 9. Bam. Sehr schön. Bam. Junge, nice. Oh Leute, das war's schon? Okay. Oh, was ist passiert? Was passiert hier? Iep. Lauf weg. Was war das? Was hatte das alles zu bedeuten? Sie sind vor Angst weggelaufen. Reptain. Ist alles okay? Ja, es geht schon. Kannst du aufstehen? Irgendwie. Ja. Dieses Pokémon, es war unheimlich gerissen. Es schlüpfte in meine Nase und riss die Kontrolle über meinen Körper an sich. Also war es ein bösartiges Pokémon? Nein, das ist nicht wahr. Dieses Kripuk war wahrscheinlich nur wütend, weil wir in sein Revier eingedrungen sind. Es war erschreckend, weil es vor Wut die Selbstbeherrschung verloren hat. Aber ihr habt gesehen, was passiert ist, als seine Lage kritisch wurde. Es ist geflohen. Normalerweise ist es ein scheues Pokémon. Es gibt in eurer Zukunft viele solcher Pokémon. Oder viele solche Pokémon. Es gibt viele Pokémon, die normalerweise gut wären. Wegen der ewigen Dunkelheit in dieser Welt sind sie jedoch verbittert und verrückt geworden. Ich verstehe, dass diese Welt gute Pokémon verdirbt. Das macht mich traurig. Hey, ihr zwei. Vertraut ihr mir jetzt endlich? Ein bisschen. Ehrlich gesagt vertraue ich dir nicht wirklich, aber... Ich habe es euch schon einmal gesagt. Es hat keinen Sinn, zusammen zu bleiben, wenn es zwischen uns kein Vertrauen gibt. Ich gehe. Oh, warte. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Um ganz ehrlich zu sein, wir wissen nicht mehr, was richtig ist. Darum wollen wir so viel wie möglich erfahren. Und ja, ich vertraue dir noch immer nicht ganz, Reptain, aber was du gesagt hast, ergibt irgendwie Sinn. Es erscheint mir logisch. Bitte, Reptain, sag uns, was du weißt. Erzähl uns von der Zukunft und warum du in unsere Welt gekommen bist, Reptain. Und wenn alles, was ich sage, ein Haufen Lügen ist? Schon in Ordnung. Ich werde nicht alles, was du sagst, sofort für bare Münze nehmen. Ich werde zuhören und dann entscheiden. Nun, okay. Kommt mit. So simpel. Ja, ich möchte speichern. Kapitel 15, das Geheimnis um die Lähmung des Planeten. Oh. Gut,
Das wird reichen. Die Zobris werden uns hier nicht so leicht finden. Erzähl uns alles, Reptain. In der Zukunft, wieso ist der Planet gelähmt? Der Grund für die Lähmung des Planeten, der Grund liegt noch in eurer Zeit, in der Welt der Vergangenheit. Die Lähmung des Planeten begann mit dem Einsturz des Zeitturms, auf dem Dialga regierte. Dialga? Wer ist das? Das legendäre Pokémon, das die Welt Zeit beherrschte. Von Zeitturm aus stellte Dialga sicher, dass die Zeit richtig floss. Doch als der Zeitturm einstürzte, damals geriet die Zeit allmählich außer Kontrolle. Und letzten Endes trat die Lähmung des Planeten ein. Was? Wurde aus Dialga? Als die Zeit durcheinander kam, geriet auch Dialga außer Kontrolle. Hier, in eurer Zukunft, ist der Planet nun vollständig gelähmt. Deshalb hat Dialga fast komplett den Verstand verloren und ist der Dunkelheit verfallen. Dialga ist jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist zu einem völlig anderen Wesen geworden. Ja, es hat sich in die urzeitliche Kreatur Schattendialga verwandelt. Okay, Uruf. Schattendialga empfindet keinerlei Emotionen. Wartet kurz. Ich habe noch genügend Speicherplatz, sehr gut. Empfindet keinerlei Emotionen. Sein einziges Ziel ist die Selbsterhaltung. Darum will es verhindern, dass die Geschichte geändert wird. Deshalb will Dialga mich loswerden. Weil ich versucht habe, den Lauf der Geschichte zu ändern. Weil ich versucht habe, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Weil ich aus eurer Zukunft in die Vergangenheit in eure Welt gereist bin. Was? Reptil, du sagst also, du bist in unsere Welt gekommen, um die Lähmung des Planeten zu verhindern? Aber das ist das genaue Gegenteil von dem, was man uns gesagt hat. Reptil, du bist in unsere Welt gekommen, um den Planeten zu lähmen, oder? Und Reptil. Puh, einen Moment. Okay, einen Moment. Ein Moment. So, sorry. Und Reptil, hast du nicht die Zahnräder der Zeit gestohlen? Das soll wohl ein Scherz sein. Ich habe die Zahnräder der Zeit gesammelt und das nur, weil ich sie gebraucht habe, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich musste sie zum Zeitturm bringen, um sie an ihre vorgesehene Stelle zu setzen. Das hätte den Einsturz des Zeitturms rückgängig gemacht, der zu eurer Zeit bereits im Gange war. Es stimmt zwar, dass die Zeit in einem Gebiet stehen bleibt, wenn man sein Zahnrad der Zeit entfernt. Aber das ist nur vorübergehend. Wenn die Zahnräder der Zeit in den Zeitturm eingesetzt worden wären, dann wäre die Zeit überall wieder in ihren Normalzustand zurückversetzt worden. Ich wusste, dass Reptain eigentlich der Grow ist. Fuck yeah. Und fuck scheiße. Zwirfins hat uns verarscht. Uff. Aber was ist dann mit all dem, was Zwirfins über dich gesagt hat? Er sagt zum Beispiel, dass du in die Zukunft ein gesuchter Verbrecher bist. Und wie du aus der Zukunft geflohen bist. Nur um dich in die Welt der Vergangenheit zu flüchten. Du sagst also, dass all das nur ein Haufen Lügen waren? Was sollte es sonst sein? Zwirfins ist nämlich in Wirklichkeit... Nun, er ist ein Agent, der den Schattendialga aus der Zukunft geschickt hat, um mich aus dem Weg zu räumen. Was? Zwirfins wurde geschickt, um dich aus dem Weg zu räumen? Genau. Ich habe ja gesagt, dass Schattendialga... Nun, es will jeden Versuch, den Verlauf der Geschichte zu ändern, verhindern. Als es erfuhr, dass ich durch die Zeit reiste, zu diesem Zeitpunkt beschloss es, mir Zwirfins hinterher zu schicken. Der große Zwirfins, das kann nicht sein. Es ist schwer zu glauben, ich weiß... Ich kann es überhaupt nicht glauben. Und du sagst das alles über den großen Zwirfins? Ich verstehe nicht, warum sich Zwirfins hier so verhält, aber... Aber ich habe Zwirfins bewundert. Ich kann dir nicht glauben. Es ist schwer zu akzeptieren, aber... Wenn ich daran denke, was wir in dieser zukünftigen Welt erleben mussten, dann kommen mir die Worte von Reptil vernünftig vor. Es ergibt wirklich Sinn. Und Mamfaxo weiß es. Mamfaxo weiß im Grunde, dass Reptil die Wahrheit sagt. Aber das zu wissen macht es fast noch schwerer, es zu akzeptieren. Aber. Hey, wo gehst du hin? Ich gehe zu Zwirfins. Junge, bist du dumm? Was? Ich will Zwirfins sehen. Ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast. Was soll denn das bringen? Du machst es ihnen nur leichter, dich aus dem Weg zu räumen. Du hast keine Chance gegen sie. Und was soll ich dann tun? Was du tun sollst? Hast du dich das nicht schon zuvor gefragt? Und du hast beschlossen, dass du für dich selbst entscheidest. Weil du nicht wusstest, was du glauben sollst. Darum wolltest du meine Worte nicht für bare Münze nehmen, sondern selbst nachdenken. In schweren Momenten wie diesen musst du stark sein. Überlege selbst und tue dann, was du für das Richtige hältst.
Reptain, was hast du jetzt vor? Ich gehe wieder in die Vergangenheit, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Um das zu erreichen, dazu muss ich Celebi finden. Celebi? Genau. Ihr könnt mitkommen oder nicht, es ist eure Wahl. Ihr entscheidet selbst, was ihr tun wollt. Ich bin weg. Ich weiß auch nicht, was ich glauben soll. Ich glaube definitiv Reptain. Aber es gibt eine Sache, die ich mit Sicherheit sagen kann. In dieser zukünftigen Welt der Vergangenheit, Dunkelheit, in dieser Zeit ist der Planet gelähmt und die Lähmung unseres Planeten ist in unserer Zeit geschehen. Um dies zu verhindern, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen wieder in die Vergangenheit. Wir müssen zurück in unsere Zeit. Pikachu, ja, ich weiß, was Reptain gesagt hat. Reptain hat recht. Es kommen harte Zeiten. Darum müssen wir jetzt stark sein. Ich bin in Ordnung. Gehen wir. Holen wir Reptain ein. Jawohl! Ehrenmannfaxe, Pikachu. Wir müssen wieder zurück. Zurück in unsere Zeit. Das Spiel wird echt gut, ne? Meister Dialga, das Feld wurde für die Ergreifung der Verräter vorbereitet. Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir vielleicht um deine Hilfe bitten müssen, Meister Dialga. Grrr. Wie du wünschst. Mit deiner Erlaubnis werden wir fortschreiten. Was? Was war das für eine seltsame Empfindung? Ich hatte dieses seltsame Gefühl noch nie zuvor. Wo sind wir? Dies ist der Düsterwald. Sein Name rührt von dem dunklen Nebel her, der ihn ständig einhüllt. Tief in diesem Wald sollten wir Celebi finden. Hey Reptain, du hast den Namen schon einmal erwähnt, aber wer ist Celebi? Celebi ist das legendäre Zeitreise-Pokémon. Es hat die Fähigkeit, die Zeit zu durchqueren. Aber, naja, es ist ein bisschen eigen. Wie auch immer, Celebi half mir mit seiner Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Celebi ist männlich? Celebi war für mich immer weiblich. Wenn wir also Celebi finden, heißt das dann, dass wir wieder in unsere Welt zurückkehren können? Ja, ihr könnt zurückkehren. Aber Celebi ist das Pokémon, das mich in die Vergangenheit geschickt hat. Das bedeutet, dass Celebi die Veränderung der Geschichte unterstützt hat. Eine Sekunde mal. Heißt das, Celebi ist auch in Schwierigkeiten? Genau richtig. Schattenjäger hat es auch auf Abselli abgesehen. Es gilt also, keine Zeit zu verlieren. Macht euch bereit, wir müssen Celebi finden. Okay. Können wir hier Sachen lagern? Was möchtest du tun? Lager überprüfen. Lagern. Stein alle Gegner, ruft ziemlich dabei. Oh, Appellort, ja. Könnten wir mal später probieren. So, Schwerttanz können wir behalten erstmal. Gegenstoß. So. So. Können wir noch was wegpacken? Das können wir behalten. So, lagern. Speichern wir hier. Speichern und fortsetzen. So, speichern und let's go. Ansprechen vielleicht? Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir die Zubris uns einholen. Wir brechen auf, sobald ihr fertig seid. Ja, ich bin fertig. Let's go. Bist du bereit, loszulegen? Ja. Ich hoffe nicht, ist ja in unserem Team jetzt. Eure Vorbereitung scheint abgeschlossen zu sein. Dann lass uns gehen. Wir werden Celebi finden und in die Vergangenheit zurückkehren. Gehen wir. Momentchen mal, langsam. Was ist los? Wenn wir drei in unsere Welt zurückkehren könnten, Reptain, wirst du dann weiterhin Zahnräder Zeit stehen? Nun, ja, das werde ich.
anders kann die Lähmung des Planeten nicht aufgehalten werden. Aber ich, Reptile, ich bin noch nicht überzeugt. Du sollst nicht annehmen, dass ich dir voll vertraue. Ich reise nur mit dir, weil ich wieder in unsere eigene Welt zurück will. Wenn wir es zurückschaffen, Reptile, dann werde ich herausfinden, ob du die Zahnräder der Zeit wirklich gestohlen hast, um die Lähmung des Planeten zu stoppen. Reptile, wenn ich zu dem Schluss kommen sollte, dass du die Zahnräder der Zeit zu Unrecht gestohlen hast, dann werde ich dich aufhalten, Reptile. Tu, was du nicht lassen kannst, aber denk daran. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir wieder sicher in eure Welt gelangen. Also fürs Erste solltet ihr euch darauf konzentrieren, sicher nach Hause zu kommen. Gehen wir. Reptile ist ziemlich direkt, ich mag es. Ich kann es spüren. Ich fühle etwas Seltsames. Was ist los, Pikachu? Ich weiß es einfach. Ich habe schon einmal so etwas gespürt. Es war... Das ist es. Es war als... Oh! Was ist los, Pikachu? Was für ein seltsames Gefühl. Ich weiß nicht, woher es kommt. Moment mal, ich kenne diesen Ort. Das dachte ich mir. Dieses Gefühl war ähnlich wie jenes, das ich damals hatte. Hey, was macht ihr da? Beeilung. Beeilen wir uns, Pikachu. Yes. Werden wir verfolgt? Oh oh. Zobris hat uns schon gefunden. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. E1, Düsterwald. Nein, sie haben ihn unser Team. Level 46. Sag mal. Wie stark willst du sein? Ja. Okay, ich freue mich schon. Ich will eigentlich den ganz vorne haben. Egal. So, hier lang. Da ist die Treppe. Weiter geht's. Damn, Sun, Alter. Mit dem werden wir kaum verlieren. Heilsamen aufgehoben. Ja. Erstmal speichern und weiter. Nächste Treppe. Jawohl. Ha, 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 ha. Oh. Oh, lol. Heilt sich sogar selber noch. Schaufler, lol. Damn, Alter. Reptane ist stark. Ich mag es. So, oh, eine CD. Gedankengut. Kraftband. Und weiter. Und weiter. E5. So, wieder speichern, weil wir gute Skips gemacht haben. Huh? Oh lol, direkt weiter. Lol. Mit Reptile fühle ich mich stark. Geht's hier lang? Noch nicht. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Da ist Kohle. Da ist ein Apfel. Und weiter. Ho, ho, ho. Ein Orb. Erstarrer Orb. Und Schwerttanz wieder. Nice. Ich würde gerne Reptile behalten, um ehrlich zu sein. Aber wahrscheinlich wird er nicht lange da sein. Alter, was ist denn hier los? Weiter. E8. Junge, wie Speedrun die Scheiße hier, huh? Reptile. Sehr schön, Reptile. Bam, Junge. Nice. Reptile ist gut. Gib mir die Box und weiter. So. Nee, hier noch nicht. Nochmal, Lille. Hier ist die Treppe. Und weiter. Oh, wir sind schon angekommen. Das ging schnell. Düsterwald. Höhlen. Ist das der Ort, an dem Celebi sich aufhalten sollte? So ist es. Es war hier irgendwo, als ich es das letzte Mal traf. Aber falls auch Schattenjäger diesen Ort kennt, dann wird Celebi von hier geflohen sein. Wenn dieser Ort unseren Verfolgern jedoch nicht bekannt ist, dann sollte Celebi noch hier sein. Hallo Celebi, ich bin es, Reptane. Zeig dich, falls du hier bist. Es zeigt sich nicht. Hat Schattenjäger es verjagt? Was wäre, wenn es von Schattenjäger gefangen genommen wurde? Gefangen genommen? Wer hat das gesagt? Celebi! Aber jetzt höre ich nichts mehr. Diese Stimme, habe ich mir das eingebildet? Hihihi, das war keine Einbildung. Ich? Gefangen genommen? Was für eine Beleidigung. Gefangen genommen? Unmöglich, das steht fest. Hihi.
Oh, Celebi, so ein cooles Pokémon, ne? Warte mal, war Celebi immer pink? Moment, war Celebi immer pink? Ich hätte schwören können, es wäre grün. Oder grünlich. Das ist ein shiny Celebi, oder was? Ja, Celebi ist normalerweise grünlich. Ich guck mal kurz, wie das shiny Celebi aussieht. Shiny Celebi ist... Wenn ich das natürlich finden würde auf der Wiki-Seite. Shiny Celebi ist pink. Das ist ein Shiny Celebi. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, aber das ist ein Shiny Celebi. Wir haben uns eigentlich gesehen, mein lieber Reptain. Ja, es ist eine Weile her, Celebi. Huch, dieses kleine Ding ist Celebi. Das ist jetzt aber wirklich unverschämt. Wie ungezogen, sich über meine zierlichen Proportionen lustig zu machen. Tut mir leid. Ich habe gehört, dass du die Zeit durchqueren kannst. Deswegen habe ich ein äußerlich mehr Eindruck, ein schindendes Pokémon erwartet. Wie ungehobelt. Man sollte niemanden nach seinem Äußeren urteilen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich werde mir gleich einen Let's Play angucken und schauen, ob jedes Celebi shiny ist oder nicht. Aber ich vergebe dir. Schließlich. Nun, du findest mich bestimmt niedlicher und außergewöhnlicher als erwartet. Hihi. Ja. Celebi, ich brauche wieder deine Hilfe. Ich weiß, dich hier zu sehen, mein lieber Reptile, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist zurückgekommen, weil deine Mission in der Vergangenheit gescheitert ist, ja? Uff. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass du es dieses Mal schaffst. Ich habe langsam genug hiervon. In dieser dunklen und trostlosen Welt zu leben, ist ziemlich deprimierend. Tut mir leid, keine Zeit für Schwätzchen. Die Zobras verfolgen uns. Wenn wir nicht bald gehen, handeln wir dir Ärger ein. Hihi. Nicht weiter tragisch, kein Grund zur Beunruhigung. Lasst diese Zobras nur kommen, darüber mache ich mir keine Gedanken. Wenn ihr dann so nett wärt, die Lähmung des Planeten aufzuhalten. Das würde uns das Elend dieser Welt der Dunkelheit ersparen. Mein lieber Reptil, diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Alles klar, wo ist der Zeittunnel? Der steht bereit. Er ist hier in der Nähe. Der Zeittunnel liegt auf einer Hochebene über diesem Wald. Das ist gut. Kannst du uns dorthin führen? Ja. Wollt ihr alle drei den Zeittunnel verwenden? Ja, so ist es. Oh, was ist das? Dein Freund? Was? Nein, das kann nicht sein. Hä? Stimmt irgendwas nicht, Celebi? Nein, es ist nichts. Nun denn, wollen wir auf zum Zeittunnel? Vielleicht kommen wir auch aus der Zukunft. Hey, Reptain, was ist denn dieser Zeittunnel? Der Zeittunnel ist ein Portal, das Celebi für Zeitreisen verwendet. Es ist ein geheimer Gang über mehrere Dimensionen. Bei kurzen Ausflügen kann ich allein durch die Zeit reisen. Aber für größere Reisen, die mehrere Generationen umfassen, muss ich den Zeittunnel verwenden. Oh, also wenn wir durch diesen Zeittunnel gehen, ja, dann könnt ihr in eure eigene Zeit zurückkehren. Oh, ich kann ihn sehen. Oh, ne. Wahrscheinlich wieder durch so einen Dungeon. Da ist der Eingang, der zur Hochebene hinaufführt. Der Zeittunnel ist ganz da oben. Gut, wir brechen auf, sobald wir fertig sind. Ja. Ich speichere hier. Und dann würde ich sagen, dass wir heute pausieren. Ein bisschen kürzer als sonst, aber ja. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.